Und bei uns im Studio begrüßen wir nun Wolfgang Ischinger von 2008 bis 2022, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, aber auch Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Washington und in London, also USA und Großbritannien. Guten Abend, Herr Ischinger. Guten Abend. Sie waren ja Teil der ersten deutschen Delegation nach dem Mauerfall 1989, die dann Gorbatschow getroffen hat. Wir sagen immer Staatspräsident, aber er war der Generalsekretär der KPDSU, muss man da auch noch mal festhalten. Wie haben Sie ihn damals erlebt? Ja, das war ein ganz aufregender Termin. Ich begleitete damals die damalige Präsidentin des Deutschen Bundestags. Die hatte nämlich keinen diplomatischen Berater und das Auswärtige Amt hat mich mitgeschickt. Frau Süssmuth fragte Gorbatschow ganz keck, sagen Sie mal, sie sagte Herr Präsident, nicht Herr Generalsekretär, was sagen Sie denn zu diesen 60 Kilometer langen Schlangen von Trabis, die jetzt alle Richtung Westdeutschland unterwegs sind? Gorbatschow zögerte keine Sekunde und sagte, Frau Präsidentin, machen Sie sich mal keine Gedanken. Ich hatte ja Honecker immer gesagt, es ist ganz falsch, die DDR in so einem Dampfkochtopf eingeschlossen zu halten. Ist doch völlig klar, dass die Leute jetzt mal sehen wollen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und Sie werden sehen, Frau Präsidentin, in 14 Tagen sind die alle wieder zurück am Arbeitsplatz und da geht das Leben ganz normal weiter. Also, ich glaube, man konnte damals das sehr gut nachvollziehen, dass er so dachte. Aber im Rückblick, jetzt nach über 30 Jahren, muss man sagen, das war einer der schwerwiegendsten Irrtümer, die ich in meiner relativ langen diplomatischen Karriere von einem so wichtigen Mann erlebt habe. Denn ein Jahr später war die deutsche Wiedervereinigung vollzogen und ein weiteres Jahr später gab es die Sowjetunion nicht mehr. Und vergessen auch seine Verdienste, was eben die deutsche Wiedervereinigung angeht. Welche Rolle spielte er dabei? Eine ganz zentrale. Ich glaube, man kann das wirklich, was Deutschland angeht, was den Wiedervereinigungsprozess angeht, das Vertrauensverhältnis, das er mit Helmut Kohl entwickeln konnte, entwickelt hatte, erfreulicherweise, auch die gute Zusammenarbeit mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten, das war von zentraler Bedeutung. Und deswegen ist es ja auch gut und richtig, dass wir an diesem Tag des Abschieds von Gorbatschow wehmütig daran denken und uns vorstellen, wie toll könnte das deutsch-russische Verhältnis heute sein, so denke ich jedenfalls, wenn die Nachfolger einschließlich des jetzigen Präsidenten Putin sozusagen der Linie Gorbatschows, der Linie der Verständigung, der Partnerschaft bis heute gefolgt wären. Könnte alles sehr schön sein. Aber das ist ja genau das große Problem jetzt. Und ist es nicht auch ein Problem, dass Michail Gorbatschow in Russland selbst überhaupt nicht so angesehen war bis zu seinem Tod wie hier zum Beispiel in Deutschland? Er gilt als ein Friedensengel. Er wird hier liebevoll Gorbi genannt. Und in Russland beschimpft man ihn als Verräter. Naja, es gibt breite russische Kreise, da haben Sie völlig recht, die ihn verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich machen für den dann entstandenen Zerfall der Sowjetunion. Und wir wissen ja alle, dass Putin vor einigen Jahren bekannt wurde mit dem Spruch, dass dieses Ende der Sowjetunion nicht wahr, das größte Desaster des 20. Jahrhunderts geworden ist. Es ist übrigens natürlich auch wichtig, dass wir an diesem Tag, wo die Deutschen an Gorbatschow denken in Dankbarkeit. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle unserer Partner an Gorbatschow in Dankbarkeit denken. Es gibt baltische Partner von uns, die während der Amtszeit von Gorbatschow, nämlich vor dem Ende der Sowjetunion, erlebt haben, dass sowjetische Militärs in Vilnius ihr Unwesen trieben. Also das gehört auch zum Gesamtbild. Wir können dankbar sein. Nicht alle sind so dankbar. Wenn Gorbatschow dann in allen Ehren beigesetzt wird in Moskau, womöglich sogar bei einem Staatsbegräbnis, werden wahrscheinlich auch nicht so viele westliche Politiker dabei sein können, beziehungsweise sollten sie überhaupt dabei sein? Sollten westliche Politiker, zum Beispiel auch Olaf Scholz, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, nach Moskau reisen? Die Zeiten sind hart, das Verhältnis ist angespannt, aber wäre das trotzdem gebeten? Also ich sehe unendlich viele Probleme. Erstens, sich mit Putin quasi am Grab
Gorbatschows ablichten zu lassen. Ich weiß nicht, was das für einen Eindruck weltweit macht. Zweitens, Sie müssen erst mal nach Moskau hinkommen. Der Luftraum ist gesperrt. Eine Zug- oder Autoreise nach Moskau dauert Tage. Ich war vor kurzem in Kiew. Alleine die Reise nach Kiew mit Zug und so weiter ist sehr, sehr mühselig. Drittens hätte ich einen Vorschlag. Ich fände es gut, wenn die Bundesrepublik Deutschland, egal ob seitens der Bundesregierung oder initiiert durch den Bundespräsidenten, unabhängig von der Frage der Art des Begräbnisses oder der Feierlichkeiten in Moskau, hier in Deutschland, vielleicht am Brandenburger Tor, eine eigene große feierliche Gedenkfeier organisiert. Das würde, denke ich, für das deutsch-sowjetische, deutsch-russische Verhältnis eine angemessene Form sein, unabhängig von der Frage, ob es möglich, sinnvoll, wünschbar oder vielleicht eben gerade nicht wünschbar ist, dass deutsche Repräsentanten angesichts des russischen Angriffskriegs jetzt nach Moskau fahren und sich sehr, sehr kritischen Bildern und Fragen dann stellen müssen. Das wäre natürlich ein sehr würdevoller Abschied. Also wirklich Respekt für Ihren Vorschlag, Herr Eschinger. Und könnte man da die Vergangenheit nicht noch ein bisschen mit einbeziehen? Also wir beide, glaube ich, kennen die Zeit gut. 1987, muss man so sagen, Ronald Reagan am Brandenburger Tor. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Also ich habe das ja auch live erlebt, damals noch als Schüler. Das waren halt bewegende Momente. Aber warum hat es dann doch tatsächlich noch 2 Jahre gedauert? Ist das auch einer der Irrtümer von Gorbatschow gewesen, den Sie vielleicht angesprochen haben? Ach, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Dinge mussten sich entwickeln und es musste erst mal, nicht wahr, im Laufe des Jahres 89 sichtbar werden, wurde ja auch für die sowjetischen Machthaber sichtbar, dass sich in der DDR, in den anderen Warschauer Paktstaaten die Dinge zuspitzten und beschleunigten. Und ich war kurz vor dem Mauerfall mit einer anderen Delegation in Moskau gewesen und hatte miterleben können, wie meine damaligen sowjetischen Kollegen im Außenministerium vor der Frage standen, die natürlich nicht von ihnen, sondern von der Spitze zu entscheiden waren, würde die Sowjetunion, wenn jetzt weitere Auflösungserscheinungen, sprich Mauer, sprich Zäune, Stacheldraht, Warschauer Pakt, wenn Auflösungserscheinungen statt, würde man die Panzer losschicken. Das war ja damals eine ganz, ganz besorgte Frage, die von allen gestellt wurde. Das hat Gorbatschow nicht gemacht und das ist einer der Gründe, warum wir alle Deutschen, vor allen Dingen natürlich auch die Deutschen in der damaligen DDR, die durch ihr Verhalten ja überhaupt erst dazu geführt haben, dass dieser Mauerfall möglich wurde und dass die Sowjetunion darauf nicht mit Panzern reagierte. Herr Eschinger, aus aktuellem Anlass blicken wir noch auf ein anderes Thema. Denn die EU-Außenminister haben heute entschieden, dass die Visavergabe für russische Touristen nicht gebannt wird, aber doch deutlich erschwert. Es soll jetzt eben schwieriger sein, ein Visum zu bekommen und auch teurer werden. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Ist das die richtige Entscheidung oder sollte man die Einreise sogar verbieten? Also was das komplette Einreiseverbot angeht, was ja von einigen Partnern, vor allen Dingen östlichen Partnern vorgeschlagen worden ist, da halte ich persönlich es mit Bundeskanzler Scholz und mit der Bundesregierung, die aus meiner Sicht zu Recht der Meinung ist, das wäre politisch wahrscheinlich, salopp gesagt, ein Schuss ins eigene Knie, weil wir all den Russen, die vielleicht insgeheim keine Freunde des russischen Angriffskriegs sind, denen würden wir ja auch einen Aufenthalt bei ihren Bekannten, bei ihren Freunden im Westen unmöglich machen. Also ich glaube, der komplette Visumsstopp wäre eine falsche Entscheidung gewesen. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass es richtig, wichtig und sogar notwendig ist, um die Europäische Union in dieser Frage zusammenzuhalten, damit wir nicht auseinanderfallen, damit nicht die einen Visumsbann, die anderen lassen fröhlich die Touristen durch oder einreisen. Das wäre ganz misslich für den einheitlichen Auftritt der EU. Deswegen ist es gut, dass man da einen Kompromiss findet, der das Touristenvisum erschwert, aber nicht völlig unmöglich macht.
Wolfgang Ischinger, jahrelanger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz zum Tod von Michail Gorbatschow. Danke Ihnen für dieses Vielen Dank. Sehr ausführliche Gespräch.